Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spielen mit Packy zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. Wir spielen die Herausforderung von Dr. Wu. Und ihr seht hier, hier sind natürlich die neuen auch schon drin von Eclairs Zuflucht, Nublar Nord und die Zuflucht selbst. Ihr seht aber auch, die sind nicht freigeschaltet, beziehungsweise die sind von mir noch nicht erworben. Denn wir haben immer noch Dr. Wu zu erledigen und dann sehen wir weiter. So, hier haben wir die nächste Insel. Hier die abgeschlossene Muerte Ost. Wir haben hier das Pachycephalosaurus-Muster irgendetwas freigeschaltet. Und wenn wir natürlich noch den Schwierigkeitsgrad Jurassic nehmen, dann und die 5 Sterne erreichen, dann hätten wir noch ein anderes. Das Trodon-Küstengebiet. Muss aber, ich glaube, auf solche Skins hier kann ich wirklich ein bisschen verzichten. Es sieht zwar, ein paar sehen sehr gut aus, aber irgendwie ist es nicht das, was wirklich so, ja, wenn man die Herausforderung schafft oder das wirklich schaffen möchte, weil die Belohnung irgendwie nicht so das Wahre hier ist so meine Meinung. Wir gehen hier zu Takano Forschungslabor und machen da die Herausforderung. Wir starten wieder mit Mittel oder wir machen das Ganze wieder auf Mittel. Grabungsstätten machen wir, was ist der Unterschied? Teils zufällige Freischaltung der Grabungsstätten oder Standard. Wir könnten eigentlich mal zufällig hier verwenden. Weiß nicht, ob das hier einfacher dann ist, weil vielleicht dann kommt eben nicht der Ceratosaur, vielleicht ein anderer Dino. Weiß es nicht. Wir können es ja mal versuchen mit zufällig. Was kriegen wir hier? Wir kriegen das Stegoceratops Küstengebietsmuster, okay. Bei einem beliebigen Schwierigkeitsgrad oder das Spinoraptor Wüstenmuster, wenn wir die Jurassic spielen. Das werden wir aber nicht. Gut, wir starten in die Herausforderung. Wir hätten 3 Stunden Zeit, aber nein, wir werden länger brauchen, ziemlich sicher. Ja, es ist eigentlich noch das letzte zurzeit geplante von Jurassic World Evolution. Danach muss ich wirklich schauen, wenn dann Claires Zuflucht ich hier noch weiterfahre. Oder eben nicht. Es gab ja erst gerade kürzlich wieder ein Update, wo der Sandkastenmodus freigeschalten worden ist. Ob das ein Thema sein wird, weiß ich nicht, ob wir den noch anschauen oder nicht. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich eine sehr lange Zeit hier Jurassic World auch gespielt. Und ich würde sagen, dass wir vielleicht dann hier in absehbarer Zeit dann auch mal ein Ende finden, außer die Mehrheit oder es gab oder gibt dann doch noch einige Kommentare, die dann sagen, nein, Claires Zuflucht, mach doch das auch noch, dann werde ich das irgendwie versuchen auch noch weiterhin natürlich hier einzubauen. So, was sind die Herausforderungen wieder? Wie immer, ihr kennt's, das Ziel, die 5 Sterne, ganz klar, wir müssen immer noch die Hammond-Gebühr zahlen für die Foundation, dann haben wir Rufverfall. Und Forschungszeit, der Abteilungshof verfällt jetzt im Laufe der Zeit und die Fertigstellung von Forschungsprojekten dauert länger. Dann haben wir, wenn wir versagt haben, 3 Minuten dürfen wir im Minus sein, dann haben wir die Herausforderung nicht geschafft oder wir sind gescheitert. Also die Standardsachen wie immer. Hier unsere Aufträge, beschaffen Sie ein Nodosaurus-Fossil, okay, das können wir also schon holen, gewinnen als Gästeanlagen und fotografieren Sie einen Dinosaurier, der in einer Futterstation frisst. So, wir gucken uns zuerst mal an, dass wir uns Strom holen. Hier unten Strom. Wie sieht eigentlich die Insel aus? Mal die Insel angucken. Ja, da haben wir natürlich nicht viel Platz. Müssen wir mal gucken, ob wir hier auch wieder im inneren Teil hier was aufbauen und äußerlich dann, oder ob wir hier in einem Ecken mal das meiste aufbauen. Und dann vielleicht hier eine Schneise ziehen. Das könnte man auch vielleicht machen. Vielleicht hier hinten mal den Ecken befüllen oder den Teil hier befüllen. Komm, das machen wir hier. Gleich im Eingangsbereich mal ein Kraftwerk deponieren.
Das ist doch immer schön, wenn man in einen Park eintritt und zuerst mal einfach die Stromsachen sieht. So, ja, da haben wir noch nichts, da müssen wir auch noch nichts machen. Dann brauchen wir als nächstes, dass wir Betriebsgebäude haben. Wir brauchen ein Fossilienzentrum. Nein, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen das Expeditionszentrum, jawohl. Wir lassen hier Platz. Wir lassen hier mal Platz. Ich versuche ein bisschen strukturiert was hier zu machen. Ich versuche. Mal gucken, wie es funktioniert. So. Ziehen das mal einfach mal gerade durch. Dann bis wohin. Und den noch anschließen. So, dann brauchen wir, wie gesagt, hier das. Nein, nicht das Forschungszentrum. Das ist mir momentan noch egal hier. Ich brauche das Expeditionszentrum. Wir müssen zuerst mal Fossilien haben. Das ist Nummer 1. Schon haben wir das erste Problem. Aha, ich bin zu nahe. Okay. Darf ich das irgendwie? Ja. Da. Dann wäre das schon mal erledigt. Wir brauchen hier noch Strom. Den da. Können wir vielleicht auch schräg hier einbauen. Und gleich mal verbinden. So, Strom wäre dann also hier gegeben für die Expedition. Dann brauchen wir das Forschungsteil, beziehungsweise das Fossilienzentrum. Dass wir natürlich auch hier vernünftig arbeiten können. Oder ausbrüten. Kann ich das noch drehen? Ja, jetzt. Natürlich dann die richtige Taste auch drücken. So, kann ich das ein bisschen näher ran? Ja. So, also dann bitteschön, geht. Ja, jetzt kommt natürlich immer wieder die Hilfe jedes Mal. Bitte, was haben wir für Möglichkeiten? Wow. Nein, den Krasmo eigentlich nicht wirklich. Ich brauche keinen Fleischfresser freigeschaltet. Das gibt's doch gar nicht. Ja, doch, es gibt's. Gut, wir nehmen doch zum Start hier ein Diplodocus. Nee, geht's noch? Kann ich ja gar nicht bezahlen. Oder schon? Komm, wir nehmen ihn mal. Ich weiß es nicht. Wir machen das Risiko. Wir machen das Risiko hier. Wir brauchen einfach so schnell wie möglich mal ein Dino. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber wir brauchen einfach einen. Dann brauchen wir ein Gehege. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da gerade ins Abseits befördert habe. Wir brauchen noch ein Gehege. Für unseren Langhals hier. Der bricht natürlich da auch relativ schnell aus. So, und den versetzen wir. Muss ich mal wieder gucken hier, wie es aussieht. Wir könnten hier mal einfach bis nach hier vorne und dann hier mal ein Gehege machen. Ja, machen wir das doch mal. Dann nehmen wir aber auch den großen hier. Kommen wir durch? Das kommen wir. Und wir bauen uns hier hinten. Der ist ja schon da. Joa, das geht aber schnell. Gut, dann kannst du gleich nochmals losgehen. Und wir extrahieren den Diplodocus. Kriegen natürlich auch wieder Geld zurück. Das ist in der Startphase sehr, sehr wichtig. Gut. Also, wir bauen das Gehege mal hier auf. Und zwar irgendwie. So, dass wir hier auch wieder irgendwie was hin. Jawohl. So. Da braucht natürlich schon ein bisschen, ja. Auslauf braucht der Dino halt schon hier. Kriege ich es hin hier noch direkt? Ja, kann es hier dicht machen. Sehr gut. Hier noch das Tor. Und dann brauchen wir das teuerste im Ganzen wieder. Das Entwicklungsteil.
So, und jetzt geht es nämlich schon wieder in die Geldphase rein, ob wir den Kollegen überhaupt auch erzeugen können. Das ist hier die Frage. Ich hoffe, es reicht. Wir brauchen aber noch dieses Emmet-Teil hier. Irgendwie will er hier so nicht wirklich hinkommen. Setzen wir dich hier hinten ran. Vielleicht so. Ja, das könnte so passen. Machen wir das mal so. Einfach, wir brauchen mal einen Diener, damit wir mal eben die Einnahmen haben. Das ist ja das Wichtige am Ganzen. So, und hier machen wir wieder unser nicht snappen, bitte. Will hier, nein, eben nicht. So, mal durchdüsen und hier den einfachen Weg so verbinden. Strom brauchst du natürlich auch noch. Da müssen wir dich natürlich hier noch verbinden. Nicht so nah ran. Jawohl, hier am Weg entlang. Das nicht. Das sind zwei Schritten. Verbaut. Machen wir es halt so, damit der Hubschrauber natürlich auch nicht direkt in die Leitungen fliegt. Ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn. Und den haben wir ja schon. Das Genom ist schon vollständig. So, jetzt bin ich aber auch gespannt dann, wie viel der uns kostet. Wie viel kostest du denn uns eigentlich? Wow. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis er dann ganz oben ist. Von den Bäumen her. Geht mal ein Teil hier weg. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Wasser noch. Eine Schneise hier, wie immer. Und die Futterstation. Haben wir die eigentlich, die großen? Ja, haben wir. Das könnte man dann hierhin gleich setzen, denn hier könnte man dann unsere Aussichtsplattform, hier die Gäste, wo ist denn das hier? Ich klicke natürlich auch immer wieder an dem falschen Ort. Da bin ich irgendwie ein bisschen Spezialist dazu geworden. So, das können wir uns auch noch leisten. Natürlich mit dem dicken Weg. Sehr gut, dann hätte man eigentlich mal das Nötigste soweit gemacht. Fehlt eigentlich nur noch der Dino. Der ist ja da fleißig dran. So, da können wir auch gleich die hier soweit fertig machen. Und dann können wir hier in die andere dann noch gehen. Und die können wir dann alle hier in dieses Teil hier einsetzen. Dann sollte es mal ein Grundeinkommen schon geben. Also wir müssen natürlich auch auf den Erfolg achten, dass wir natürlich die Ausbrütungschancen relativ hoch behalten. Was gibt er uns denn? Er hat von der Bewertung her natürlich auch ja schon relativ hoch, ohne dass wir da groß modifizieren müssen. Aber er wird natürlich dann auch teurer. Wir müssen den schon auf mindestens 80 bringen, denn wir haben hier kein Upgrade, dass wir die Lebensfähigkeit ja verbessern können oder eben ihn mit verschiedenen Tuning-Möglichkeiten dann eben runterbringen von der Lebensfähigkeit und dann wieder mit dem Upgrade um Entwicklungslabor wieder nach oben bringen. Oh, hier fährst du aber doch irgendwie. Nein, du hast da genügend Platz, wenn du gerade durchfliegst. So, gleich wieder losgehen hier. Ah, hier ist etwas sehr Gutes. Es kommt nichts mehr rein, was Geld betrifft. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann zwei ausbrüten müssen. Wir haben keine Infos, auch ganz klar. Wir können nichts modifizieren, aber ich kann nachsehen. Oh doch. Und weiß, wir können. Sehr gut. Wir können. Wir haben hier doch was. Es reduziert aber nur. Das war besser nicht. Hier geht es ein bisschen nach oben. Wir nehmen es mal. Und das ist noch nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, wo das. Wir brauchen hier noch ein bisschen, bis der nach oben kommt. Er ist ja schon wieder da.
So, jetzt wäre es schön. Oh, da ist auch schon fertig. Jetzt wäre es wirklich schön, wenn wir da wieder mal etwas hätten, wo wir verkaufen könnten. Ich habe Angst, dass wir zwei machen müssen. Wir brauchen sicherlich 1,3 Millionen. Das müssen wir uns bewusst sein. Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen 1,6 Millionen, weil wir jetzt getuned haben. Mehr Tuning ist aber nicht mehr drin. Das sowieso nicht. Hier wäre nochmal Tuning möglich. Er kostet uns einfach. Aber wir brauchen hier die Information vom Sozialen. Das brauchen wir. 80%. Er wird teurer. Er wird teurer. Ansonsten müssen wir halt diese Modifikation dann wieder entfernen. Wie auch immer. So, du gehst ja nochmals. Oh, nochmals ein teures Teil. Sehr gut. Das könnte uns vielleicht schon die 100% bald einbringen. Das gibt sicherlich etwa 4%, wenn nicht mehr. Das gibt ja. Meistens gibt es ja wirklich so viel Prozent wie Sterne. Hier und da, das könnte der 84 geben, schätze ich mal. Ne? 83, okay. Dann sind wir bei 86, 89, dann sind wir da schon bald bei 94, würde ich da sagen, dass der vielleicht auch 5 gibt. Mal gucken. Er kommt ja auch schon bald wieder zurück. Ratzfatz geht's da mal wieder. Ja, da düst er wieder hin. 83%. Entweder ist jetzt fertig. Oder es gibt noch einen. Ja, es gibt noch was einen. Dann können wir vielleicht noch restliche Fossilien dann auch verkaufen. Also die können wir alle noch extrahieren. Das ist da alles noch möglich. Okay, jetzt haben wir die 6, 87%. Jetzt können wir ihn noch fertig tunen hier. Und dann haben wir wirklich einen teuren Dino schon am Anfang, der uns aber ziemlich sicher auch ein bisschen Geld einbringt. Stress? Nein. Lebenserwartung könnten wir? Nö, da bringt uns nicht viel. Dann lassen wir es natürlich auch. Wir machen nur das, was ein bisschen was bringt. Dann müsste es ja eigentlich hier etwas geben. Dann wäre das hier also das Soziale. Und hier geht es vielleicht nochmals ein Spürchen nach oben. Ansonsten haben wir ihn runter, wie gesagt. So, da ist er auch schon wieder. Können wir nochmals hin? Jawohl. Aber ich glaube, wir verkaufen. Ja, wir verkaufen. Sehr gut. Es gibt wieder Geld. Falls wir eben einen zweiten. Oh, hier, es rettet uns ein bisschen. Rettet uns ein wenig. Sieht's aus. Sieht's aus. 90%. Das müsste reichen für alle. Jawohl, Soziales. Einen brauchen wir. Oh, Glück gehabt. Das wäre jetzt der Killer gewesen, wenn wir da jetzt gerade noch weitere benötigt hätten. Warten wir doch noch ganz kurz ab hier. Dann haben wir schon mal einen gut bewährten Diplodocus, den wir uns leisten können. Und dann sollte eigentlich für einen guten Start nichts mehr im Wege stehen. So, sehr schön. Und es ist wahrscheinlich jetzt auch fertig. Jawohl. Dorosaurus oder Ankleo? Rasmo, nein. Den nehme ich nicht. Ich gehe auf die hier. Dorosaurus, nein, eher Ankleo. Was haben wir denn hier hinten noch? Junkin und der Tsingtao. Der Tsingtao, Junkin. Wir nehmen hier vorne. Hier haben wir ein bisschen wenig genommen. Der Toro, der Ankleo. Komm, wir nehmen die mal. So, die können wir alle verkaufen. Die bringen uns alle nichts mehr. Wir können natürlich auch zwei Diplodokusse nehmen. Müssen wir wahrscheinlich das Terra ja auch noch machen. Nein, komm, wir lassen's. Wir lassen's. Was ich hoffe, dass wir ihn auch durchbringen. Wir kommen auf 94%. Da ist ich noch nicht vollständig. Es gäbe ein Einblender, wenn er vollständig wäre. Warten wir noch ein paar Sekunden und schon haben wir ihn. So, der erste, den wir fertig haben und den wir auch schon mal ausbrüten. Wir brauchen ein Nodosaurus-Fossil. Ja, eigentlich müsste man ja auf das gehen. Den Ranger brauchen wir ja auch noch und das Futter.
So, das Futter warte ich noch ganz kurz. Nein, eigentlich darf ich nicht warten, weil sonst kann ich es dann nicht hinsetzen. Ja, jetzt den da schon mal hin, weil er ist auch teuer. Auch ganz klar. Und dann brauchen wir natürlich hier den Ranger, damit wir hier vorankommen. Oh, einmal suchen. Schon fertig. Ja, wir müssen den Nodo holen. Den Nodo haben wir ja gar nicht. Ihr seid ja noch lustige. Ich habe einen Auftrag mit dem Nodo, aber ich kriege ihn ja gar nicht. Toll. Super. Naja. Gut, der ist weg. Der ist am Forschen. Der ist auch dran. Leute haben wir keine. Sehr schön. Umsatz 0. Nur Minus. Ja. Nicht so schlimm. Noch nicht. Den Ranger brauchen wir. Was kriegen wir denn hier? Nicht den da. Aufträge. Nein. Hier. Nein. Schnappschuss. 100.000. Naja, gut. Den Ranger brauchen wir ja so oder so. Betriebsgebäude. Eine Rangerstation. Müssen wir ja so oder so einpflegen. Wo wir den Ranger jetzt hinsetzen, ist auch eine gute Frage. Ob wir den hier so reinbringen? Nee, da knallt's. Da knallt's. Aber einfach so. Ist auch wieder doof. Aber wir machen. So ist doch nicht so schlecht. So, oh, jetzt wird's aber dann langsam kritisch mit dem Geld. Wir aufpassen. Also wir dürfen uns keinen Fehlschlag erlauben. Oder wir können uns keinen Fehlschlag erlauben. Ich muss es so sagen. Wir müssen durchkommen mit unserem Diplodocus. Und dann sollte eigentlich das meiste schon geregelt sein. Hier können wir vielleicht dann irgendwie, habe ich jetzt ein bisschen krumm gebaut. Jawohl. Oh, also das wird doch noch herausfordernd hier, weil wir brauchen wirklich Platz. Na gut, wir haben hier ein großes Gehege dann. Aber wir brauchen tatsächlich Platz hier. Also die wird nicht ganz einfach, diese Insel. Sehr klein. Und wir müssen da wirklich schauen, dass wir da dann die teuren Dinos hier verwenden. Von dem her ist vielleicht gar nicht so, so doof, dass wir hier mit dem Zufallsprinzip hier und den Ortsstädten gearbeitet haben oder arbeiten werden. Und der bringt ja doch hier auch noch ab und an mal wieder was Spezielles nach Hause. Und wir haben das Nötigste ja schon mal. Jetzt muss ich mal gucken. Hier stromtechnisch passt es auch. Dann könnten wir uns vielleicht auch schon wieder mal etwas Essenstechnisches leisten. Sobald hier dann der Kollege Diplodocus draußen ist. Ich glaube, es sollte nichts mehr schief gehen. Er hat diese 60%, 61% überschritten. Das wäre dann noch der letzte Fall, den ich bis jetzt kenne, dass ein Dino dann fehlgeschlagen hat. Und mit der Bewertung 146 sollten da eigentlich schon mal ja, 80 bis 100.000 dann pro Minute reinspazieren hier. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Schön wäre es, wenn wir in dieser Folge noch den Diplodocus hätten. Wir sind bei 73 oder bald 3 Viertel haben wir fertig. Wichtig ist auch, dass wir hier weiterhin natürlich Dinos extrahieren. Geldtechnisch, ja, wir müssen einen haben. Wir können da nicht nur immer nur Expeditionen machen, das kostet uns Geld, wenn man natürlich nichts Gescheites auch findet. Und wenn wir mal ein bisschen Sterne hier haben, dann kommen auch die Besucher. Das kriegen wir aber nur hin, wenn wir Dinos haben. Alleine mit den Geschäften können wir kein Geld verdienen oder zu wenig. Ich glaube, es kommen schon Leute, aber nicht so Leute, die Geld dann bringen mit den Einnahmen. Also,
Am Anfang ist schon krass hier. Der Helikopter, kaum ist er weg, ist er schon wieder hier. Geht das ratzfatz, wenn das noch immer ein bisschen so dann wäre. Bist du jetzt hier fertig? Nee, du kannst ja nochmals. Hast du was zum Verkaufen auch? Jawohl. Hast du? Ah, jetzt kommen wir ein bisschen nach oben. Das reicht ja schon bald dann für etwas zum Knabbern für die Gäste. Ah, der Ankylosaurus ist fertig und hier haben wir gleich unseren ersten Dino auf der Insel. Der Diplodocus wird gleich das Gehege verlassen. Ja, und er wird uns bereichern. Ich hoffe, das Gehege gefällt dir. Und jetzt hat es dann auf einmal überall Leute. Kommen dann aus allen Löchern raus. Obwohl noch gar niemand. Ist dann auch immer ein bisschen kurios. Dann hat es auf einmal Leute. Hier noch nicht. Aber mal schnell gucken, wie es dir gefällt. Er. Keine Statistik. Oh, du bist gleich im Hang hier. Oh, hier, oh. Gut, klingt lustig, oder? passt. So, und jetzt hat es wahrscheinlich überall schon Leute. Diplodokus, macht Nein. Spaß, das zu sagen. Kommen die jetzt? Doch, ihr seht, hier kommt schon einer aus der Beobachtungsgalerie oder der Beobachtungsgalerie. Obwohl eigentlich, ja, noch gar niemand reingekommen ist. Das ist auch so ein, ja, finde ich, wie ein Fehler. Eigentlich müssten schon dann die Leute, wenn hier schon die ganze Zeit dieser Zug hier hin und her düst, dass er dann natürlich auch dann Leute bringt, oder? Und erst dann, wenn wieder dazu kommt, also das ist dann einfach ein bisschen herangezaubert, also kommen da einfach Leute raus, obwohl vorhin noch gar nicht Leute gewesen sind. Das hat mich eigentlich schon von Anfang an in diesem Spiel ein bisschen genervt. Auf einmal hat es Leute da. Oder spazieren hier Leute? Eigentlich hätte ich jetzt hier, wenn man schon so eine coole Eingangshalle macht, auch, dass man wirklich hier etwas mehr machen könnte. Aber das ist alles fix gegeben, dass man hier auch irgendwie die Eintrittsort, der Eintrittspreise bestimmen kann und so weiter. Es ist vieles einfach gegeben. Das Spiel ist eigentlich dann gar nicht so herausfordernd, oder? Und auch, ja gut, an der Performance vielleicht hier kann man dann ein bisschen sparen natürlich, wenn man hier nicht verschiedene ja, Familien etc. macht. Es gibt andere Spiele, wo dann wirklich mit Kindern etc., wo dann die Leute dann hier auf oder in einen Park kommen. Vielleicht wisst ihr, von welchen Spielen ich spreche, aber es gibt wirklich andere solche Park-Simulationen, wo dann wirklich die Leute in den Park gehen und ja, man sieht es dann auch. Und dann verteilt sich das Ganze am Anfang nur im Eingangsbereich und dann später natürlich dann auch an anderen Orten. So, aber du bringst uns ja relativ viel mit, wie ich da gerade sehe. Mit schon fast einem Stern bist du schon sehr gut dran. Und für das Geld heißt das ja fast, ich habe gesagt, 80 bis 100.000. Da sind wir gar nicht so weit entfernt. Und wenn wir jetzt dann noch ein Foto schießen, gibt es nochmals 100.000 obendrauf. Gut, aber ich gucke auf die Uhr. Wir haben hier die erste Folge von unserer neuen Insel, glaube ich, mit Bravour gemeistert. Wir haben hier mal mit dem zufälligen Modus gearbeitet, was die Expeditionen betrifft. Und mit dem Diplodocus haben wir doch einen Start hingekriegt nach Mars mit eben fast einem Stern schon. Ich denke, wenn wir jetzt dann noch die Essen und Spaß und das Zeug hier hinstellen, dann sollte eigentlich fast der erste Stern schon in Griffweite sein. Und dann geht es dann auch los mit weiteren Dinos. Und natürlich können wir dann auch starten mit den ewigen Forschereien und weiter expeditieren. Gut, dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen. Als Abschluss noch der Diplodocus hier. Ja, als Start auf einer Insel gleich mit dem Diplodocus. Ja, Premiere. Cool, also nochmals besten Dank. Und bis zum nächsten Mal, euer Peggy. Bye bye.